So, meine Damen und Herren, jetzt mal nachgedacht. Ich versuche hier mal einen kleinen Rap zu machen, der uns alle angeht und vor allen Dingen auch unsere Kinder betrifft. Warum kann die Welt nicht begreifen? Warum kann sie uns nicht so erreichen? Wieso wissen sie nicht, was es heißt, Kriege zu machen hier auf Eis? Es geht nicht weiter in der Welt jetzt hier. Unsere Kinder, sie schreien alle hier. Hier auf der Welt, wir brauchen sie dann. Unsere Kinder sollen uns später ernähren dann. Jetzt hier und da weiß keiner mehr, was ist richtig, was ist falsch. Sie zocken uns ab, alle so sehr. Konzerne wie Strom, wie Gas und Licht, alle sorgen fürs Nichts. Jeder will uns nur noch hier abzocken bis zum Letzten hier. Stromkonzerne brauchen das nicht auch, aber sie wollen unseren Untergang auch. Sie wollen immer mehr von uns dann haben. So kann es doch nicht weitergehen. Das kann keiner ertragen. Wir können nicht allein sein auf dieser Welt, ohne Strom, ohne Macht und auch kein Geld. Wir wollen so viel, wir wollen erreichen. Wir wollen unser Leben noch mehr erreichen. Wir haben nicht mehr die Macht dazu. Und jeder stellt sich hinten im Nu. Politiker stellen sich an Ärsche dann. Sie wollen hineinkriechen, immer wieder dann. Sie haben kein Vertrauen mehr zu sich hier. Drum wollen sie den anderen helfen jetzt hier. Sei es, was es kostet, sei es, was es toll, findet keiner mehr hier in Deutschland toll. Und keiner weiß mehr, genauso wie ich auch, mein Leben ist noch lang nicht verbraucht. Hey, wir wollen alle leben dann, schau doch mal unsere Kinder an. Sie müssen groß werden, stark und frei, denn jedes Kind wird später mal ein Mann oder Frau dabei. Und irgendwann werdet ihr dann sehen, vielleicht da draußen könnt ihr uns verstehen. Wir brauchen keine Kriege dann, nicht Ukraine, nicht Russland dann, nicht nur Amerika und die anderen Deppen hier. Wir brauchen nur eines, uns selber hier. Wir wollen leben, wir wollen nicht mehr ran, wir wollen unser Leben, das ist sicher dann. Und wer es immer noch nicht begriffen hat, den kann man nicht helfen mehr. Denn auf dieser Welt gibt so viel Platz jetzt mehr. Doch wer zurück will in sein Land, der darf doch gehen. Ich bin ganz gespannt. Warum lässt man die Menschen hier nicht sein? Zufrieden, glücklich und nicht allein. Wieso hilft man ihnen nicht dann weiter hier? Warum? Es könnte dir doch auch passieren. Du stehst auf der Straße und plötzlich dann hast du einen Unfall, kommst nicht weiter dann, bist vielleicht sogar lediert, genau wie jeder zweite hier. Manchmal ist es dann für dich schrecklich zu leben, weiter für dich. Aber du hast den Mut und dann fängt dein Leben erst richtig an. Die Politik lässt dich im Stich. Doch irgendwann siehst du das Licht. Du gehst dann immer wieder dann hinein und denkst dir, oh Mann, so schön kann Leben sein. Doch manchmal hier und manchmal dann kommen immer wieder von außen dann die Hetzer hier, die Hetzer dann, die Kriegshetzer, die Kanonen, Gewehre dann. Wir brauchen sie nicht. Wir brauchen sie nicht hier. Wir leben hier in Deutschland.
was wollen wir noch hier? Und wer es nicht sieht, dann wirklich ein, lasst diese Kriege endlich sein. Unsere Kinder brauchen uns sehr, dafür brauchen wir keine Kriege mehr. Mütter suchen nicht mehr nach ihren Söhnen dann, denn sie wissen, sie sind zu Hause dann. Und irgendwann werdet ihr auch verstehen und kapieren, im Leben geht es nur rauf und runter hier. Manchmal, da kann man sich nicht verstehen und manchmal will man auch nicht weitergehen. Doch im Leben gibt es einen Sinn für dich alleine. Du bist schon drin. Dein Leben, du hast nur eines dann, schmeiß es nicht weg für andere dann. Euer Peter aus Oberfranken. Für die ganze Welt, die es hören soll, verstehen soll und endlich